Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Es ist ein altes Spiel, aber neu auf meinem Kanal. Aber es ist eigentlich neu, aber eigentlich ist es alt. Und zwar ist dieses Spiel eigentlich von 2007, hat ein Remaster bekommen, 2019, am 23. Mai, also an meinem Geburtstag tatsächlich kam das raus, dieses Jahres. Es hat ein Remaster bekommen, es ist jetzt hübscher. Es ist komplett synchronisiert und es soll besser sein. Es gibt auch noch einen zweiten Teil und der kam, glaube ich, 2016 raus. Den habe ich mir auch geholt. Das heißt, wir können theoretisch das auch noch spielen. In diesem Spiel geht es, wie man sieht, um eine Piratin, die sich um Vögel kümmern muss. Um es mal ganz grob zu sagen. Das ist das, was ich so gelesen habe. Und alles Geld tatsächlich für dieses Spiel, was man bezahlt, was eingeht, so rum, was eingeht für dieses Spiel, was Leute bezahlt haben. Ich verstehe, was ich meine. Alle Einnahmen dieses Spiels gehen tatsächlich an eine Charity-Organisation für Vögel. Das finde ich irgendwie schon mal cool. Also, es ist ein Point-and-Click. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich denke, wir fangen einfach mal ganz dreist an. Übrigens noch eine kleine Info. Sims sieht im Moment ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe nicht so krass Lust einfach, um ganz ehrlich zu sein, aber nächsten Dienstag am 13., glaube ich, oder so, am 13., glaube ich, ja, 13. August kommt ein neues Accessoires-Pack raus und dieses Accessoires-Pack würde ich sehr gerne mit euch in einem Livestream spielen. Das heißt, nächsten Dienstag am 13. August um 20 Uhr gibt es einen Livestream hier auf YouTube auf meinem Kanal zum neuen Accessoires-Pack. Gut, dann haben wir das auch geklärt, ne? Ich meine, los jetzt. Hi there. You look like you're about to start playing Nelly Kutelot Spoonbigs Ahoy HD for the first time. Thanks. I'm Alistair, I made the game, and I wanted to tell you that this game features a very cheap voiceover featuring me, real Nelly, and literally no one else. Think of it as a director's commentary where I do a series of questionable accents. In answer to your question, yes, this feature can be turned off, but for now, sit back, not that far back, relax, and try to enjoy Nelly Kutelot, Spoonbeaks Ahoy, HD! Yeah. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. We join the fearsome pirate Nelly Kutelot in the midst of the turbulent sea battle. Ich habe gerade gemerkt, ich glaube, ich kann einfach drücken, dann geht's weiter. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Fenster noch offen ist. Das heißt, ich mache jetzt mal gerade mein Fenster zu. Aber ich liebe ihn. Er ist der beste Typ überhaupt. Übrigens, ich glaube, er hat das Spiel damals für seine Freundin gemacht. Eigentlich nur Spaß. Und dann haben Leute es gekauft und fanden es gut. Ich finde ihn mega sympathisch, den Dude, ey. Mega cooler Dude. Wartet. Ich entschuldige mich für sämtliche Autogeräusche im Hintergrund und für das Fensterzumachgeräusch. Ich kann mein Fenster nur leider nicht lautlos zumachen. Es tut mir leid. Ist so hübsch. Waken, Nelly Kutelot. Nelly? Sleepy time now. Nelly! Avast! Steel yourself afore turning to behold the specter of the dreaded Captain Bloodbeard. Ugh. Truly, many tides have come and gone since I danced the hempen jig. So tis the fate of us all. So tis the fate of us all. But now, Captain Kutelot, I return from the depths of Davy Jones's. A brief reprise only to see ye. Me? Why? My time above the waves grows short, but I tell you this. In life, I was the scourge of the South Seas and champion of all creatures sweet and defenseless. That mantle I now pass on to ye. Really? What does that mean? Yonder island be a salty backwater called the Barony of Meath, once famed for a mighty fleet of saucy birds called Spoonbeaks. I love Spoonbeaks!
For many days now, not a spoonbeak has been seen on the Isle of Meath. What? They have vanished, everyone. And that be a terrible omen of ill fortune. They must be found. Accept ye the quest? Aye, aye, Captain Bloodbeard. I'll conjure a ghostly current to carry ye to the shores of Meath. Unravel the mystery, Nelly, and save the spoonbeaks. I give you these words. Look to the Baron. Farewell. Bye. Bye, bro. Well, it's a good thing I'm wearing my adventuring corset. It's Nelly time. If I want to explore this island, I'll be needing a map. That's true. Moment, ich guck noch mal kurz in die Settings. Ich dachte nämlich, ja, es gibt nämlich auch... Wow, das Deutsch sieht sehr schön aus. Es gibt nämlich, ich hoffe, dass... Also das Voice-Over bleibt. Das Voice-Over bleibt vom Dude. Das, beziehungsweise wahrscheinlich spricht seine Freundin Nelly. Außer er kann sehr krass gute Frauenstimmen nachmachen. Da bin ich wirklich sehr beeindruckt. Ich glaube, dass... Ich hoffe, also wir gucken mal. Wow. Wir gucken mal, wie die Subs sind. Also wie die übersetzten Sprachen, die übersetzten, wie heißt das? Speech Bubbles. Wie heißt das? Na, teile halt, wo die Sprache drin steht. Sprechblasen. Yay. Wie gut die übersetzt sind. Also ob man irgendwie da noch den Witz mit drin hat und so ein Kram. Also ich meine, ich verstehe ja soweit Englisch, dass ich verstehe, was das Voice-Over sagt und was da steht. Falls das total scheiße ist, dann ändere ich das wieder. Ich weiß nicht, wie gut das hier gemacht ist, da das halt eben von nicht vielen Menschen hier programmiert wurde und die sich wahrscheinlich nicht die krassesten Übersetzer leisten können. Deswegen gucken wir erstmal. Aber das ist ein Kaktus. It is fun to stroke cactuses, but I'm on a mission. Those needles look spiky. Ich meine, das liest sich schon mal ganz gut. Ja, es ist durchaus fun, einen Kaktus zu streicheln. Was? Es ist halt der Rankenfüßer. Füßer? Barnacle. Was steht da? Something incomprehensible is scribbled on the wall. It's just crazy gibberish. Oh mein Gott, ich liebe den Dialekt, ne? Ey, der redet so geil. Ich könnte Stunden... Nochmal ein Kaktus. Können wir nochmal einen Kaktus streichen? Können wir hier noch weiter? Geht's hier noch? Nein? Okay. I've heard of this place. It used to be popular back in the heyday of piracy. I can't see any crows. Das sehe ich auch nicht. Das sieht auch nicht aus wie ein Krähennest, sieht eher aus wie ein Storchennest oder so. That's Riggin, or this island has huge spiders. I hope Riggin. Oder Aragog kann uns einen Besuch. I think it might fall down if I touched it. Touched it? Oh mein Gott, ich liebe es. Es sind mal wieder hier ganz fröhliche und glückliche Gestalten. Hier gibt es einen Fisch. I wonder if that's the famous Da Vinci Cod. It's off a galley. I can't take it. It's screwed to the wall. Noch. Das ist echt süß gemacht. Okay, hier ist eine Karte. Die dürfen wir wahrscheinlich nicht einfach nehmen. I don't know, miss. That map is steeped in nautical history and pirate lore. It don't belong in the hands of landlubber Grockle. It says a tourist's guide to the Barony of Meath. Okay, take it. Das war einfacher als erwartet. Das war wirklich wesentlich einfacher als erwartet. Gehen wir uns mal die Map angucken. Oh, das ist eine ganz tolle Map. Wow. Wir haben die Marktstraße, ein beliebter Handelsort, jetzt mit mehr als 3 Geschäften. Krass. Den Rankenfüßer und Hafen. Der Rankenfüßer ist eine Taverne randvoll mit authentischer Atmosphäre. Gewinner der begehrten Flohkino-Auszeichnung. Mauthäuschen. Jeder, der wünscht, soll wahrscheinlich Island zu besuchen, muss erst unser traditionelles Mauthäuschen passieren. Wenn ich da jetzt... Ach lol, das ist ja super praktisch. Ich kann sofort mich hin und her beamen. Oh, jetzt steht hier, es ist sogar Deutsch. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Dann gehen wir... Aber ich will jetzt kurz nochmal hier hin, weil... Ach, jetzt steht da auch Rankenfüßer, weil ich die Sprache geändert habe. I understand. Ja, cool, dass das auch
sich geändert hat. Ich will ja natürlich auch noch mal ein bisschen mit denen reden. Hier, wir haben Captain Rehab. Okay, und Barmann Freitag. Hallo Freitag. Oh mein Gott, Freitag. Diese Anspielungen. Captain Nelly Coutelot, at your service. May I be asking, what brings you to the Barony of Meath? Bin auf einer Löffelschnäbler-Rettungsmission. Ich versuche mich selbst zu finden. Überwiegend plündern, ein bisschen Brandschatz. Noch ein bisschen hier, ein bisschen Hühnchen, Roastbeef, eine Pizza. Ich versuche mich selbst zu finden. Find myself. Lost yourself, eh? Try looking round the crocodile pits. I know a guy lost a leg there. Get on the gangplank, Friday. The crocodiles left the island when they caught wind of the Baroness wanting a new handbag. Wie könnte ich einen Löffel Schnäbler flinten? Wer hat dir das sagen? Welche Drinks servierst du hier? Ich will einen Drink. Zeit, die Segel zu setzen. Where could I find a spoonbeak? Them goofy-looking birds? Proud and noble creatures, yes. Used to be all over this island, they did. Haven't seen any recently, though. Hm. Who calls the shots around here? Well, I'm the proprietor. No, I mean, who's in charge of the island? Suppose that'd be Baron Whitebeard. Baron Whitebeard? Uh-huh. You'll know him if you see him. What drinks do you serve? We've a whole caboodle of buccaneer beverages. Blackbeard's rum, peg leg, Texas medicine, Admiral Nosehair's old unsanitary, poop deck, and cat guts. Let Schön. Me know if any of them interest you. Catguts, bitte. Ah, oh Gott, ich kann mich sogar... Jesus Christ, ich hätte bitte gerne Katzeneingeweide. Catguts better not be made out of cats. Whoa, Nelly. It got that name because of its feline and bravening qualities. What? It makes Moggies tougher. Use cat's guts. Oh, okay. Cool, für meinen Kater. Tell me about Blackbeard's rum. They used to make it from authentic Blackbeard. Nowadays, it's mostly old rope and tar. Ugh. Mm. What's peg leg like? It has quite a kick. I have to keep it in isolation, else it rattles the other drinks off the shelf. What's Texas medicine? It's a powerful concoction. Not for the faint of heart. Or stomach. Tell me about Admiral Nosehair's old unsanitary. It tastes fine, but don't look too closely at the floaty bits. What's poop deck? Will ich das Very wissen? Popular with your young party pirate types. It's a girl's drink. Don't listen to him. Unfassbar hier. Captain Rehab, ich will einen Drink. But I don't want to spend any money. Mut me. Hey, maybe Captain Rehab will offer to buy you a drink. Don't even joke about that, Friday. Ich hab so viel Gefühl, dass Captain Rehab. Bye now. Uns nichts geben will. Ahoi, Seebär, Ahoi, Kollege. Fellow sea dog. what? I was laughing at the idea of you being a pirate. That's laughing. That it be, little miss not a pirate. Little miss not a pirate. I am a pirate just like you, except cleaner and prettier, less smelly, and without that world-weary glaze to me eyes. You aren't nice. No, I'm a pirate. Shut up. I'm the fearsome pirate Nelly Coutelot. I'm so piratey, I can... In unter 15 Sekunden Rum an die Mannschaft ausgeben, ein Fass Grog in einem Zug austrinken, das Alphabet furzen, auf die Schnelle einen leckeren Schiffseintopf zubereiten, einen Oktopus im Arm drücken schlagen, eindeutig einen Oktopus im Arm drücken schlagen, aber wir machen es mal. In under 15 seconds. I can do it in 10. Curses. I'm so piracy, I can drink a barrel of grog in one swig. I drink two before getting out of my hammock. Depressing. I'm so piracy, I can fuck the alphabet. I don't even know the alphabet. That is pretty piracy. I'm so piracy, I can whip up a delicious ship's stew. That sounds delightful. The secret is adding jasmine just before the boil. I'm so damn piracy, I can beat an octopus at arm wrestling. Well, let's arm wrestle right now. I think I left my ship's headlights on. I'm so piracy, I can... Oh, I don't need to impress you. I'd better haul anchor. Ich liebe dieses Spiel sehr jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. From the shelves.
Sicher nicht dieses eine, diesen einen indigofarbenen Krug. Oh, look, an indigo tankard. Same. Ja. Avast. What? Darf ich da nicht rein? Das ist nur ein Kopf. If you want to peruse the fabulous rogues gallery, there'll be a mandatory minimum donation of one dollar. This is like Soviet Russia. How? Well, there's a lot of vodka about. I don't want to just tear it off the wall. Wieso nicht? This isn't how we do this in here. Habe ich ein Inventar eigentlich? Habe ich. Ich habe einen Spaten und eine Karte. Okay. Kann ich, wenn ich auf I drücke, komme ich dann ins Inventar? Nein, ich schreibe da oben was. Ah, schön. Cool. Hallo. Geil. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich das wieder wegmachen, dass ich da oben schreiben kann? Ich will. Das ist halt wie. Wenn ich M drücke, kommt wohl auch nicht die Map. Okay, gut. Dann machen wir es so. Gehen wir mal. Hier sind wir schon. Es tut mir leid. Dann gehen wir mal in Markstraße und gucken uns mal so ein bisschen an, was es hier am Markt gibt. Wir haben Björn und Olafsson. Bjorn and Olafsson, Nautical and Piracy Supplies, established 1735. Breitbart. Außerdem. It's fine where it is. Sicher? I can see all kinds of piracy kit inside. Gib mir mal rein, ne? Gott, sind die süß. Hier ist ein Wasserhuhn. Wir haben einen Wasserhuhn. Oh Gott, ist hier viel Stuff. Tattoo-Stand. Ich finde... Gentlemen, I would like to buy this eye hook. That is being marvelous. $700, please. The wrist guard is being extra. Will you be paying in coin or bullion? About that. Nehmt ihr auch eine Bouillon anstatt einer Bullion? Will you accept bullion rather than bullion? You cannot be buying quality nautical supplies with a kind of thin broth, young lady. Curses. Wieso nicht? Will you accept an IOU? No, we are finding it unwise to trust pirate types. No offense, man. Ja, guck, die... That's alright, I was trying to scam you. Die appreciaten wenigstens, dass wir ein fucking Pirate sind und die scammen wollen. Der andere Dude denkt, wir sind kein Pirate. Wir sind ein richtiger, ernstzunehmender fucking Pirate. Da oben sind ein Holzbein. Wir holen uns welche eins. Sind ein Holzbein. Ja. Can I trade you something for it? Possibly. We are trading in all kinds of nautical memorabilia. Bones, beard cuttings, pictures and clothes. But you would have to be swapping something pretty special to get an eye hook, though. Will you just please give it to me? Of course. On the condition that you are giving us $700 first. Gah! A pox on trade. A pox on commerce. A pox on the Protestant work ethic that catalyzed the rise of capitalism, directly causing my current predicament. Same. Jeden Tag. Never mind. I don't want it. Denke ich mir das Gleiche. It's just for show. There's no treasure in it. Woher weißt du das? My life would be easier if I just sliced up everyone who got in my way. But I can't afford a sword. I don't have a cannon. Wieso nicht? I think the cutanea would overbalance with that thing on her. Ich finde so schön, wie man alles einfach anfassen kann. Ich finde den großen Schaumstofffinger gut. You've got an amazing range. The gaps are pretty big. It'd only work for sharks and stuff. Oder Riesenspinnen. And release Vin Diesel? Was? I still have two legs. Loser. It's a bit out of my price range. Ich will aber. Hello, aren't you pretty? No. He sounds angry. Naja. Angry. Hello, aren't you pretty? Ich find angry ist angry. Anders hier. Die beiden, ey. Alreet Maris, Captain Nelly Cutelot, at your service. Pleased to be meeting you. Welcome to Bjorn and Olafsson, the one-stopping shop for all your nautical needs. Our motto is being, you can't be a pirate without B.O. Catchy. Catchy.
catchy. Who is Bjorn and who is Olafsson? He is Bjorn, and I am being Olafsson. Wait, what? Wer bist du denn, Namenloser? You fellas seen any spoonbeaks? No, but we are seldom leaving the shop. So you don't know anything about what's happened to them? I am being very sorry.